Hallo und herzlich willkommen zu EA Sports BRC. Und ihr seht es hier schon, ich bin mit der Maus unterwegs und klicke mich hier nicht mit dem Controller durch. Das heißt, ich hab's ans Lenkrad geschafft. Ich sitze in meinem Sunrig, hab hier schon ein bisschen eingestellt und ja, ich glaube, das wird ganz gut. Und ich würde sagen, wir starten hier auch gleich. Also wir können noch mal kurz durchgucken. Hier bräuchten wir ein Fahrzeug. Hier bräuchten wir auch ein Fahrzeug. Und die beiden brauchen wir auch nicht für unseren Sponsor. Können noch mal kurz gucken, was unser Sponsor denn jetzt sagt nach dem letzten Rennen. Ja, eins ist abgeschlossen und ich habe gedacht, wir müssen die auch gewinnen. Gut, dass wir das nicht müssen. Wir müssen einfach nur die fahren. Hier ist ein Platz, hier sind Punkte gefordert. Hier ist ein Platz gefordert. Da müssen wir dann mal gucken, warum jetzt das wöchentliche Budget wieder unten ist. Eigentlich hatten wir 3 von 4. Das weiß ich nicht, aber können wir jetzt auch nicht ändern. Wir gehen in den Kalender und gehen hier in die Meisterschaft. Ja, ich weiß, dass es eine 2-wöchige Aktivität ist. Sprich, hier haben wir die auch. Die fahren wir dann automatisch auch. Das können wir, glaube ich, auch gar nicht auswählen. Gut, wir hätten hier einen Talentscout, aber ja, es ist halt auch gefordert und von denen gibt es halt auch nicht so viele, glaube ich. Und ich habe Bock drauf, also fahren wir die jetzt. Ja, gar nicht lange quatschen. Rein da. Ja, hier haben wir auch kein Auto zur Auswahl, aber wir können endlich mal unseren Junior-WRC-Fahrzeug fahren. Aber bis jetzt auch nur einmal in der Probefahrt. Mehr Erfahrung haben wir mit dem noch nicht. Ah, nein, nicht zurück. Ja, wollen das. Ja, das. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wie können wir den denn hier... Genau, Rechtsklick mit der Maus können wir entfernen. So, Ausdauer, Aufmerksamkeit haben eigentlich alle Ausdauer. Wir haben auf jeden Fall jetzt, wir nehmen den mit, der verdient so viel, dann kann er auch mitkommen. Da die nicht wirklich... Wir nehmen unseren Aufhängungsexperten mit und unseren Differentialexperten. Wir nehmen ein paar mehr mit. 50% versus, wenn wir den auch noch mitnehmen. Ja, der bringt auch nicht viel. Ja, komm, er kommt mit. Dann fahren wir mit dem vollen Team. Die sollen ja auch mal ein bisschen was von der Welt sehen. Wer weiß, wofür es gut ist. Hallo, ich bin Lena Vannemaas und willkommen zur Eröffnungsrunde der FIA World Rally Championship. Wir fünf melden Etappen. Uns von der gefrorenen und wunderbaren Rally Sweden. Die Etappen sind schnell, fließend und von tiefem Schnee bedeckt, sodass die Crews all ihre Präzision und Mut an den Tag legen müssen, um hier an die Spitze zu gelangen. Wenn wir uns die Vorhersage ansehen, werden die Crews für dieses Rennen ihre ganze Anpassungsfähigkeit unter Beweis stellen müssen. Denn es sieht so aus, als ob sich die Wetterbedingungen während dieser Rallye ziemlich verändern werden. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Gesamtwertung. Es ist ein Neuanfang in dieser Championship und damit gibt's auch noch keinen ein Neuanfang Überblick, oder? Für die Teams. In dieser Woche wird es mit Sicherheit spannend, denn jedes Team und jede Crew wird alles geben, um die frühe Führung in der Championship zu übernehmen. Ja, aber das erste Mal Schnee. Und das erste Mal mit dem Lenkrad. Es wird bestimmt Zeit für die spannend. Rasante Rallye Sweden. Dieses Event ist irre. Du wirst auf den meisten Etappen volles Tempo geben können. Also, halt. Ja gut, wir haben nur Schneereifen. Passt doch eigentlich. Und wir haben auch überall Schnee. Es sind nicht nur 5 Etappen. Es sind wieder 9 Etappen. Da das rutschig wird... Wir nehmen mal 2 Sätze mit.
Und damit würde ich sagen, gehen wir in das Rennen. Ah, wenn ich einen Shakedown mache, kriege ich einen zusätzlichen Reifensatz für das Event? Moment. Dann machen wir den doch. Müssen wir die alle machen oder müssen wir nur einen machen? Was ist der 5? 40, 5 rechts. Viel Glück. So, meine Handbremse. Ich habe keine Handbremse. 5, 4, ich habe einen Knopf auf dem Lenkrad 3, gelegt. Deswegen 2, werde ich die eigentlich 1, wenig benutzen. Das go. Ist nämlich relativ umständlich 40, gewesen. 5 rechts, zum Start geht's. Und leicht links. 100. Und das ist rutschig auf jeden Fall. Rechts über kleinen Sprung. 40. Kuppe 60. 6 rechts über Sprung. Macht auf. In Kuppe 100. 6 links. Macht zu. 3. 80. Kuppe 30. 6 rechts. Macht zu. 4. 30. Leicht rechts. 40. 4 links über Kuppe. 50. Links über Kuppe, 180. 4 rechts kurz und 3 links über Kuppe, halblang macht zu. 70. Späte 4 rechts, 90. 3 links kurz, 40. 6 links über Kuppe, 30. 5 rechts über Kuppe, 60. Leicht links. Und 6 rechts kurz, 60, Kuppe und Kuppe, 30, Ziel. Okay, also ich bin auch eben gerade das Lenkrad auf trockener Straße gefahren. Das ist echt okay, aber hier ist es rutschig. Aber ich denke mal, das wäre es mit dem Controller auch. Und mit dem Lenkrad merkt man es, denke ich mal, mehr als mit dem Controller. Habe ich jetzt keinen Vergleich, wie es im Schnee war mit dem Controller. Aber man merkt auf jeden Fall den Untergrund. So haben wir denn jetzt. Für die Crew dieses jetzt warnt er uns auch nicht, jetzt haben wir wahrscheinlich schon einen Reifensatz mehr. Sich auf die erste Etappe des Events zu begeben. Mal sehen, was sie erreichen können. Ja, damit rein ins Rennen. Start 40, 5 rechts. Viel Glück. 5, 4, 3, 2, 1, 40. 5 rechts, macht auf. Leicht zu früh gestartet. Und leicht links, 100. Rechts über kleinen Sprung, 40. Kuppe, 60. Aber ich kann schon mal sagen, es macht mit dem Lenkrad auf jeden Fall noch mehr Spaß als mit dem Controller. Kuppe, 100. 6 links, macht zu, 3, 80. Kuppe, 30. 6 rechts, macht zu, 4, 30. Leicht rechts, 40. 4 links über Kuppe, 50. Links über Kuppe, 180. 4 rechts kurz und 3 links über Kuppe. Halblang macht zu, 70. Wir sehen, wir sind auf jeden Fall nicht Erster. Drei links kurz. Spielen aber auch gerade auf 100%. 30. 5 rechts über Kuppe, 60. Leicht links und 6 rechts kurz, 60. Kuppe. Und Kuppe, 30. 3 links kurz, über Kuppe, 40. 5 rechts, langsam, 100. Abzweigung scharf rechts. Und Welle. Oh, 30. Scharf rechts 6 war das. Links macht auf über Kuppe. Ja, wo sind wir jetzt zurückgesetzt? Wir passen zurückgesetzt. Ja. In Senke, in 4 links übersprung, macht auf. Und 5 links. In 5 rechts übersprung, nicht schneiden. 40, 6 links, 50. Kuppe, 30. 4 links über Kuppe und 5 rechts. Und 5 links über Kuppe, innen, in 6 rechts, in leicht links, in 5 rechts, kurz über Kuppe, 40, Welle. Und 4 rechts, kurz über Kuppe, und 4 links, macht auf und macht zu, ich senke. Also Erster werden wir nicht.
in 5 rechts, halb lang, über Wellen 40. 6 links, bremsen 60. 2 rechts scharf bei Kreuzung und Kuppe. In 5 links, 80. 6 rechts, nicht schneiden und 2 links, 110. Geht nur nicht meine Mutter, aber dann sehe ich ja gar nichts mehr. In den Kuppen ist echt krass teilweise. 50, 5 links. In Kuppe 70. 3 rechts. Und links über Kuppe. Und leicht rechts. Und links über Kuppe 180. 6 rechts über Kuppe 130. Leicht rechts über Sprung 40. 5 links über Welle und rechts über kleinen Sprung 50. Ja, ist gut. Bleib doch bitte liegen. Ich will weiterfahren. Ja, müssen wir das Fahrzeug zurücksetzen. Kuppe 70. 4 rechts kurz. Wir haben uns mal richtig schön links abgedreht. Bremsen 30. 3 rechts. Und 4 links. Macht auf. 50. 5 rechts. Täuscht das oder hört sich der Auspuff auf einmal anders an? Links. Macht zu. 3. Ich glaube, wir haben ein bisschen was kaputt gemacht. Und 2 rechts. In 1 links. Innen. 60. 6 rechts. Macht auf. Fehlt bei uns ein Kühler, aber ist ja Winter. Kuppe. 40. 5 rechts kurz. Ein bisschen Leistungseinbuße haben wir auch. Unsere 40. Tür wackelt. 4 rechts, 40. 1 links kurz, 30. 4 links. Und 2 rechts, halb lang. 40. 5 links kurz, 180. Ich glaube, gut, dass wir das ganze Team mitgenommen haben. Ich glaube, die haben was zu reparieren gleich. 6 rechts. Sobald sie dürfen. Macht zu. 5 über Kuppe. 120. Achtung. Links über großen Sprung. 90. Leicht rechts. In Kuppe. 40. 4 rechts. Halb lang. 70. Leicht links. Macht zu, 3, kurz, 30. Leicht rechts, macht auf, 40. In Kuppe, 80. 4 links, macht zu, 2, umballen. In rechts über Kuppe, 40. Welle. Und 6 rechts über Kuppe, extra lang, innen, 60. 4 links, innen, 40. 5 rechts, sehr lang. Macht auf. Und leicht rechts, 30. 4 links, macht zu und Brücke, 30. Abzweigung, scharf rechts. 40. 5 links, über Ziel, in 5 rechts, bis Stopp. Okay, das ist eine Zeit von 6 Minuten, 32. Jetzt nur noch bei den Marshalls anhalten. Da müssen wir, glaube ich, auch nicht so hinheizen. Wäre eigentlich dumm, das Auto noch kaputt zu machen, wenn man schon durch dem Ziel ist. Oh! Ich würde sagen, wir haben da ein bisschen Gewichtsreduktion betrieben. Ja, ich würde sagen, wir machen kurz einen Cut und dann gucke ich mir mal das Replay mit euch zusammen an. Zumindest so die ein oder andere Stelle. Und da kommen wir jetzt auch zu unserem verheerenden Unfall. Unser bisher schlimmster Unfall tatsächlich. 1, 2, 3. Und das wäre wahrscheinlich auch noch weitergegangen. Also 3,5-facher Überschlag. Gestoppt hier vom Baum. Das war nicht so schön. Aber ja, es passiert. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich guck mal mit euch. Wir können ja ein bisschen durchschalten. Das nochmal wieder verbergen. Dass wir gleich nochmal sehen, wie unser... Da seht ihr mal, die TV-Kamera ist gar nicht so gut gemacht, weil teilweise sieht man das Auto einfach gar nicht. Das war eben bei dem Überschlag auch der Fall.
Zumindest hat man die interessanteste Stelle dann gerade nicht gesehen, weil genau da die Kamera umgeschwungen ist. Und wir gehen hier mal durch, Innenansicht. Heckansicht, die hatten wir schon. Ja. So, wenn die Bilder passen, wäre die TV-Kamera ja doch am schönsten. Da könnte man noch mal ein bisschen nachbessern. Das denke ich mal für euch videotechnisch dann auch ganz toll, wenn es da schöne Bilder gibt. Oder haben wir auch leicht die Kurve verpasst, aber auch nur leicht. Nee, hier, ich will schon da bleiben. Die Kamera einstellen. Er schaltet da selber durch. Das finde ich dann nicht so nett von ihm. Und ihr seht schon, eigentlich sind wir da gar nicht mal langsam unterwegs. Also hier mit 120 in einem schneebedeckten Wald. Ja, und genau so eine Schneewehe oder irgendwie sowas von dem weggeräumten Schnee hat uns da in den Überschlag gebracht. Hatten wir Glück gehabt eben gerade. Ja, die Kurve war auch gut. Und da war die TV-Kamera, fand ich jetzt auch richtig gut. Das hat gut gepasst. Aber ich würde sagen, wir gucken uns nicht länger das Replay an, wir gehen einfach ins nächste Rennen. Die vor uns liegende Etappe ist nicht die technisch anspruchsvollste, aber was sie an Technik vermissen lässt, macht sie mit purer Geschwindigkeit wett. Okay. Start, lang Kuppe, 60, viel Glück. Viel Glück ist, 5, er kennt mich schon. 4, 3, 2, 1, go. Langkuppe 60. Leicht rechts über Kuppe 50. Man sieht gar nichts, es ist einfach nur alles weiß. 4 links. Und 5 links macht auf 50. Wo? Sie kann nichts. Über Kuppe 230. Aber es ist, ja, es ist so wie in echt, ne? Kuppe 220. Schnee im Schnee und fahr mal auf dem Schnee. Uiuiui. Kuppe 160. Sprung 150. Jetzt dürfen wir hier natürlich auch nicht zu langsam werden, weil wir haben jetzt schon Zeitverlust. Kann doch nicht sein. Und leicht links über Kuppe 100. Ich habe auch gar nicht geguckt, was so eine Platzierung ich jetzt im letzten Rennen hatte. Das müssen wir gleich nochmal nach dem Rennen hier gemeinsam machen. Rechts über kleinen Sprung 80. Links über Kuppe 150. Langsam. 6 rechts über Kuppe, lang. Und Abzweigung scharf links. Nicht schneiden. In 6 rechts. 130. Auch Strecke zurückkehren. Wir sagen mir mal, wo die ist. Sprung. 50. Links über Kuppe. In 4 links. Sehr lang. Mach zu. Und 6 rechts, lang, mach zu, 3, kurz, 40. Kuppe, 140. Also man erkennt es wirklich total schlecht. Kurz, nicht schneiden, in Kuppe. Und 3 wo links, die Straße 60. Ist. Das war eben in 6 der Etappe rechts, besser. 40. 4 links, macht auf über Kuppe, 120. Langsam, leicht links, in Kuppe 40, Abzweigung scharf rechts, 50. Hallo. Einmal die Zuschauer besucht. Leicht links. Echt, wenn die bestimmt weggesprungen. Rechts und sofort 2 rechts, 30. 2 links, macht auf, 5, sehr lang, 30. Okay, also wir müssen die 50. Schwierigkeit dann nochmal runterstellen wieder. Über Wellen. 3 rechts, macht auf, 110. Vielleicht ändert sich das aber auch nur pro Event, von daher, ich versuch's jetzt gar nicht. 4 links kurz, über Welle. Ich stell's fürs nächste Event wieder ein bisschen runter. Und 6 links über Kuppe, sehr lang, bremsen, 40. Abzweigung, 1 rechts. Beziehungsweise wir gucken mal, wie wir jetzt hier sind. 40. Rechts über Welle. Wie gesagt, 70. Wir müssen ja nicht Erster werden. 4
4 links kurz, nicht schneiden, 40. 2 rechts kurz, nicht schneiden, 60. 6 links über Kuppel, 60. Rechts über Welle, in 3 links, 60. Leicht rechts, macht zu, über Kuppel. Und 4 links kurz, 40. 5 rechts kurz. Und 4 links. 4 rechts über Kuppel, 60. 5 links kurz, über Kuppel, ist ja auch 40. Also 4 rechts, 40. Gibt ja keine Checkpoints, ne? Können wir ein bisschen weiternehmen, 5 ne? Links, mach zu. Überall Schnee ist. 5 rechts über Kuppel, bremsen, 30. 6 rechts, über Welle, 60. Abzweigung, scharf links. 70. Langkuppel. Und 6 links, 90. 5 rechts, nicht schneiden, 100. Wow. Ja, Rutschi ist auf jeden Fall hier im Schnee. 6 links über Kuppel, 100. Kuppel, 90. 5 links kurz, 100. 5 rechts kurz, nicht schneiden. Und Kuppe, langsam. Er hat gesagt, 70. Nicht schneiden, also bin ich aus. Abzweigung, 2 rechts kurz, in 3 links, über Brücke, 80. 5 rechts, halb lang. In Kuppe, 30. Früh 6 rechts, über Kuppe, 70. Senke, 90. 5 links über Kuppe, in Senke. Sofort 3 links, kurz, in Kuppe. Nee. Warum wische ich ausgerechnet diesen einen Baum, der da steht? Und 4 rechts, 80. Links übersprung, 150. Sprung, 120. 5 links, mach zu, über Kuppe, innen, 100. Leicht rechts über Kuppe, sehr lang, nicht schneiden, 50. Leicht rechts über Kuppe, 80. Langsam, 6 rechts und später 3 links, halb lang mach zu, 90. Komm. Ich hab fast hier auf so einem Hügel oder irgendwas da festgefahren. 1 rechts, nicht schneiden, 100. 3 links, macht auf, 40. 4 links kurz, über Kuppe, 50. 4 rechts über Kuppe, halb lang, 90. 3 rechts kurz, nicht schneiden. Und rechts über Kuppe, 80. 4 links, 30. 3 rechts, nicht schneiden. Und 4 links über Kuppe, nicht schneiden. 70. Ja, ich darf nicht so hart in die Bremse rechts gehen, denn dann geht er auch weg. Und 4 links. Über Ziel, 150. Bis Stopp. Okay, das ist eine Zeit von 7 Minuten, 16,4. So, die Etappe lief ja gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Und mit diesem Lauf hat es die Crew geschafft, ihre Position in der Gesamtwertung zu halten. Eine reibungslose Fahrt durch eine schwierige Etappe. Ja, schnell war sie auf jeden Fall. Also 9. Platz für... Ich verstehe das nicht. Hier steht Gesamtwertung. Hier steht Split. Hinweise. Auspuff locker. Kühler Dampf, Karosserieschaden. Ja, ist doch aber. Aber hier, der 8. hat einen schweren Getriebeschaden. Ist doch gar nicht mal so. Wie viel haben wir denn? Okay, hier fahren auch nur 9 mit. Ja, dann war es auch nicht schwer, unsere Position zu halten.
Ja, komm. Ja. Ja. Wir gucken mal weiter. Und weiter. Ja, Optionen und Extras. Schwierigkeit. Wir stellen mal auf 90 runter. Aber ich glaube, dass das im Spiel, also während der Etappe, jetzt nichts ändern wird. Weil ich habe letztes Mal hochgestellt. Müssen wir mal gucken. Gehen wir auf jeden Fall in die nächste Etappe rein hier. Start 130, 3 rechts, viel Glück. So, und da geht's los. Ab in die nächste Etappe. 5, 4, 3, 2, 1, go. 130. Drei rechts, macht auf über Kuppe und senke. 80. Uiuiui. Nein, ich hätte gleich am Anfang. Na gut, der kleine Baum wird nicht viel gemacht haben, hoffe ich. Lang Kuppe. Und drei links, 40. Drei rechts Ich freue kurz. mich auf Ich jeden Fall, schreibe mein Team 120. wiederzusehen. Die freuen sich bestimmt auch schon. Sechs links über Kuppe, halb lang macht zu. Die In haben auf jeden Kuppe. Fall einiges zu tun. In vier rechts macht auf, 160. Links über Kuppe, 100. Vier links übersprungen, halb lang, 120. Nee, ich den Baum erwischen. Sechs rechts übersprungen, Ich habe mich 50. gerade so dieser eine Baum da Vier links angeguckt. kurz, 50. Späte vier rechts, halb lang. In Kuppe, 80. Kuppe. Ja, irgendwie haben wir auch nicht mehr Und volle leicht Leistung. rechts, sehr lang. Also, das war Und schon mal vier links, schneller. halb lang macht zu. Und drei rechts. Und vier links, macht auf, lang. In sechs links, nicht schneiden, 110. Welle. Und vier rechts scharf. Und leicht links. In Welle, in leicht rechts. Und Kuppe. In vier links, macht zu, nicht schneiden, 70. Langsam, fünf rechts, sehr lang. In Abzweigung kehre rechts. 60 wird breiter. Wo müssen wir hin? Nach rechts. Nee. Wo müssen wir denn hin? Vom Fahrzeug zurücksetzen. Da. Ging jetzt schneller als die Strecke zu sehen. Ich habe mich Späte drei aufgepasst. links, macht auf, lang, 80. Gut genug zumindest. Vier rechts, nicht schneiden, macht auf, in rechts über Kuppe. In fünf links, macht auf, lang. Und sechs rechts. In Brücke. Und fünf rechts über Kuppe, 40. Zwei links. Und drei rechts, halb lang, macht auf, 30. Späte zwei links, halb lang. Und leicht rechts, nicht schneiden, 40. Leicht links, 200. Vier rechts. Und fünf links, Achtung, in Kuppe. Und zwei rechts, macht auf, halb lang, 40. Späte drei Damit links, so wenig lang, Leistung, wie wir es hier gerade haben, ist kein 120. Wunder, dass wir so ein bisschen hinterherfahren. Das heißt so ein bisschen, ja, schon ein gutes Stück. Kuppe 80. Drei Aber wir rechts müssen uns kurz. hier quasi jetzt durchschleppen.
und dass wir zu unserem Team 30. kommen, dass unser Team das Auto reparieren kann. 4 rechts kurz, über Welle, 40. 6 links, nicht schneiden, 120. Und das wird wahrscheinlich auch wieder ein längerer Stopp, ich sehe das schon kommen. Spät, 6 links über Kuppe, 40. 4 rechts, lang, 120. Sechs rechts, 30. Fünf links kurz, nicht schneiden. Und späte vier rechts, 50. Späte drei links, halb lang macht zu, nicht schneiden. Und fünf rechts, sehr lang, bremsen. Und Abzweigung, scharf rechts, verdeckt. Und sechs links, 240. Teilweise muss man auf jeden Fall schon ganz schön kurbeln mit dem Lenkrad. 6 links, mach zu. Und später 6 rechts, über Kuppe. In leicht links, 60. Links über Kuppe, 250. Früh, 6 links über Kuppe, 60. Leicht rechts, lang, 50. Ja, es ist gleich im Ziel. Spät, 5 rechts über Kuppe, mach zu. Und 4 links kurz, über Kuppe. Und 6 rechts. Ja, wir müssen mal gucken. Links, vielleicht, wie gesagt, es wird die Schwierigkeit nicht gleich umgesetzt, sondern links, mit jedem Event. 50. Könnte jetzt sein. 6 rechts über Kuppe, lang, 80. Und unser Auto ist natürlich auch kaputt, also es könnte sein, dass auch zurücksitzt und das Auto nur zu kaputt ist. Aber das werden wir im Laufe des Spiels jetzt noch gemeinsam rausfinden. Kuppe 70. 5 links, macht auf 70. 4 rechts kurz, über Welle 90. Leicht rechts über Kuppe 130. Langsam. 6 rechts, nicht schneiden 80. Abzweigung, 1 links kurz, 70. 8 links über Kuppe, 40. Da fast gar keine Leistung mehr, der Wagen. Kuppe, 100. Vielleicht sollte sich mein Team darauf bereit machen, das Ersatzfahrzeug, was wir bestimmt 40. nicht mit haben, vom Hänger zu holen. Links über Kuppe, 50. Das wäre gut. Ich wollte einfach für so eine Rallye drei Fahrzeuge. Verspreche auch, dass hinterher keins mehr gebrauchbar ist. Und Sprung. In 6 links, macht auf, 80. Rechts über kleine Kuppe, 30. Und links über kleinen Sprung, 90. Links über großen Sprung, 50. Aber wir haben es gleich. Leicht rechts. Gleich haben wir es geschafft, uns durchgequält. In Kuppe, 70. Ich hoffe, dass wir gleich die Mechaniker kriegen. 70. Muss. Links über Welle, 50. 6 rechts über Kuppe. Mach zu, 4, kurz übersprungen und 5 links, 40. Späte leicht links, sehr lang, über Kuppe, 140. Langsam, 6 rechts über Kuppe. Was Ziel schon? Mach zu, 3, nach Kreuzung, 120. Über Ziel, in Kuppe, bis Stopp. Aber da ist es hier. Okay, das ist eine Zeit von 8 Minuten 35,4. So. Ja. So dürfen wir unser Auto reparieren. Alter, der hat sehr, sehr nötig, repariert zu werden.
Die Crew ist schnell, sauber und reibungslos durch den Abschnitt gekommen, hat zwar keine Plätze gewonnen, aber auch keine verloren. Nee, wir können ja, also, wie sie das sagt, so motivieren, hat aber auch keine verloren. Nee, wenn du keinen 10. Starter aus dem Hut ziehst, dann können wir auch keinen verlieren. So, wir gucken mal. Anscheinend nächste Etappe. Aber ich würde sagen, das gibt's in der nächsten Folge. Wenn du das nicht verpassen willst, lass ein Abo da. Wenn es dir gefallen hat, ein Like. Wenn du irgendwas zu verbessern hast, dann schreib es gerne in die Kommentare. Und ja, schreib mir mal generell in die Kommentare, wie ihr das mit dem Lenkrad gefunden habt. Und von daher sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.